in der Innenverteidigung. Also da musste Joe Enochs ein bisschen umstellen. Zebaschin ist gut drauf, vorne stürmen. Kutschke und Meissner, der im Sachsenpokal getroffen hat. Wie wir das schon in Zwickau gesehen haben und beobachtet haben. So, es geht los in Regensburg. Vor ausverkauftem Haus. Vielleicht da jetzt was draus. Regensburger mit zu wenig Möglichkeiten. Aber jetzt gucken wir mal, es steht 0-0. Die Ecke kommt. Die ist nicht wirklich sauber gespielt. Trotzdem bleibt spannend, Freunde. Florian Ballas. Beinahe wieder der, der beim Hinspiel getroffen hat. Und die größte Möglichkeit. Das war so schlampig hier gespielt. Und dann kommt es trotzdem hier zur Gelegenheit. Ballas und die Latte. Ballas und die Latte. Was für ein Hammerschuss. Die größte Chance in diesem Spiel. Gut gemacht, Meister. Hauptmann, Back. Ja, sie haben jetzt gute Momente drin. Kutschke! Klasse, wie er sich hochschraubt. Mit seinen 1,94 hat er immerhin 11 Mal getroffen in dieser Saison. So ist es nicht. Kutschke eben wieder mit einer Möglichkeit für Dynamo Dresden. Aber immer noch kein Tor hier. Jetzt ist Halbzeit in Regensburg vor 15.210. Regensburg 1. Nein, nein, keins. Regensburg 1, Dresden 1. Und den Janos Regensburg, das Heimteam in den weiß-roten Trikots und roten Hosen. Also, zweite Halbzeit. Möglicherweise kriegen wir mehr Torgelegenheiten. Der Mann aus dem Pokal, Kutschke! Jetzt steigt er da drauf auf die Bande und macht das Tor. Der Kutschke, den sie beschimpft haben, bedroht haben, die Treppe. Aus der Partie gegen Zwickau. Jetzt auch mit muskulären Problemen, keine Fitness. Vorne gibt es Elfer. Jöllbeck gibt Elfer. Jöllbeck gibt Elfer. Er gibt Elfer. Gucken auf die Szene. Da ist Ganaus. Und da ist das Foulspiel. Und das ist eindeutig. Es ist ein Elfmeter. Da ist das Foulspiel in dieser Szene. Es ist die Chance zum Ausgleich. Es ist die 89. Und es ist Fietz. Es ist Fietz. Und Regensburg jubelt über den Ausgleich von Fietz. Berechtigter Elfer. Aber Dresden fängt ab und das Spiel ist jetzt zu Ende. Es ist ein 1:1 hier am Ende. Ein 1:1, Kutschke per Kopf und Fietz beim Elfmeter. Das ist das Ergebnis. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.